Circa 15% aller Menschen haben Angst vor Spritzen, gehen deswegen nicht zum Arzt und nehmen auch keine medizinische Behandlung in Anspruch. In Zeiten von Corona, wo möglichst viele Menschen geimpft werden sollten, ist das natürlich ein riesiges Problem. Aber warum müssen Impfungen, aber auch andere Stoffe wie Insulin oder gewisse Antibiotika überhaupt gespritzt werden und können nicht einfach in Tabletten oder Tropfenform zu sich genommen werden? Die meisten oralen Wirkstoffe werden durch die Magensäure zerstört und vom Körper nur schlecht aufgenommen. Wir ermöglichen die orale Verabreichung durch eine neuartige biologische Schutzhülle, die den Wirkstoff bei Lagerung und Verabreichung schützt und dadurch die Aufnahme im Körper ermöglicht. Mein Name ist David, ich bin CEO von NovoArk. Ich bin Julian, CTO von NovoArk. Und wir ersetzen Spritzen durch Tabletten.